Jeg klod ikke en stund til bliven, for at jeg sang. Jeg var bare omfang med en par lejder. Godt sin om hyrteheven. Vi fang om med et lejt af su nombre gloria. Junto a la cruz do murió Jesús. Por mis pecados deme con fervor. Qué maravilla Él me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Du har nicht fighten fars. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Hay esperar a Jesús Salvador. Ahí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Next we have a zing, Vau Groot Bastu, and we're in delight what the clock you hoven born. Oh, har min God, von ek betjekken wunder. Wou doch die Welt von dine Hänge merkt. Ek soy die stets, ek hier dort wou dort römmelt. Die ganze Welt, die lebt von dine Kraft. Dann singt mein Hort nur meinem Heil und du. Wou groot bist du, wou groot bist du. Dann singt mein Hort nur meinem Heil und nu. Wou groot bist du, wou groot bist du. Dann won ek gut, en wollt euch heulen schotten. Dei viel singen, lass dich jene bein. Dann wann ek roft, jek von de boi huch buwin.
ek hier rot woed daaran die loft as schoen. Dan singt mein Hort no meinem hell und nu. O groot best du, o groot best du. Dan singt mein Hort no meinem hell und nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dann wann ich denk, Gott deut sin Sinn ich schon hin. All meine Schuld, durch Heubet und sin Tod. Du ab dort kriegst, du musst heu langsam storben. Wij zijn betoeld, hij met zijn dier het bloed. Dan zingt mijn hart no mijn hemel nu. Wou groot best u, wou groot best u. Dan zingt mijn hart no mijn hemel nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Wann Jesus kämt, tüm sie net jinger holen, dann vor ek mät am nu mein Himmelshüß. Ek bet am on, mein Läufer Gott im Himmel, in seiner Heimel, Herr, wo groot bist du. Dann singt mein Hort no meinem Heil und nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dann singt mein Hort no meinem Heil und nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Ich kann ihn Duel sagen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír, lo puedes sentir. A tu lado en este mismo instante lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír, lo puedes sentir. A tu lado en este mismo instante lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir.
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Wir gleichen Franz Panan abzukriegen, wie Frère und Sarah, die die Regie merkt hast mit der Botschaft, mach Gott die Sehne. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in aller Ewigkeit. Das sagt in Offenbarung 1, Vers 5b, sagt er, der uns die Leibhaften gewaschen hat mit seinem Blut. Der wird uns die Leibhaften gewaschen hat mit seinem Blut. Und den können wir loben, dass ich das Leute freut mich, dass er das hat. Ja, viele sind vielleicht bekannt mit mir, vielleicht nicht ganz alle. Mein Name ist Franz, meine Frau ist Eva, unsere Tochter. Eifje hier, George ist uns sehen hier, wird dir vielleicht gut kennen. Wir sind sehr dankbar, wir haben alle, sind dort hier gekommen, die Gemeinschaft hier mit Günther haben, was wir sind ja. Und uns hat das sehr schön gegangen. Wir waren mit der Frau, sie hier wohl die Botschaft von dir. Und ja, und weil er hier Gott. Es wird wirklich in dem Sinne, ich habe hier top gekommen, weil wir die Gottes Wort einfach hier in seinem Wort von der Tanz sein. Ich hatte eben Schrift genannt, es ist der macht Jesu in Anhol mit Beten. Und dort war wir uns in Apostelgeschichte drin. Und du war wir uns, was du falsch lesen, Apostelgeschichte Kapitel 12 von 1 zu 17. Ich werde das Buchdeutsch lesen, und dann gehen wir dazu eben auf Plattdeutsch. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 1 zu 17. Wenn wir dann die Bibel haben, lesen wir dort. Und dieses Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, führt er fort und fängt Petrus auch. Es waren aber eben der Tau der süßen Braute. Da er ihn nun griff, Vers 5, da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Roten, die von vier Kriegsknechten ihn zu bewahren. Und gedachte ihn nach Ostern das Volk vorzustellen. Und Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, versaß. Und da ihn Herodes wollte vorstellen, in derselbe Nacht schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die hieteten für die Tiere hieteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher und ein Lichtschein in der Gemach, und er schlug Petrus an der Seite und weckte ihn und sprach, stehe bei Hände auf, und die Ketten fielen ihm und seine Händen, von seinen Händen. Vers 8. Und der Engel sprach zu ihm, jette dich und tue deine Schuhe an, und er tat also. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschehe, denn durch den Engel, sondern es deuchte ihn, er sah ein Gesicht. Vers 10. Sie gingen aber durch die erste und die andere Hit und kommen zu der eisernen Tier, welches zu der Stadt führt, die tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen hin, eine Gasse lang, und alsobald schied der Engel von ihm. Und da Petrus zu sich selber kam, spricht er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allen Worten des jüdischen Volks. Vers 12. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß. Da fielen viele beieinander waren und beteten.
Als aber Petrus an die Tür des Todes klopfte, trat hervor in den Markt zu horchen mit Namen Rehoda. Vers 14. Und als sie das Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tür nicht auf vor Freude, lief aber hinein und verkündigte es ihnen. Petrus stand vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist unsinnig. Sie aber bestand darauf, es wurde also. Sie sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Da sie aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Vers 17. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr hatte aus dem Gefängnis geführt und sprach, verkündigt dies Jakobus und den Brüdern und ging hin aus und zog an einen anderen Ort. So weit aus Lesen, was wir haben, Hochdeutsch, und go wird das mal falsch für falsch, Eva auch so Wort für Wort, weil wir uns dort ankehren. Ich darf eine Geschichte vertellen von besonders, wo wir wollen, Nantje in dort wird Vers 5, das ist, du findest wie dort, du 30 wird. Wenn du in der Bibel wo einmal in Plottisch ist, Vers 5 sagt, und Petrus wird in Gefängnis festgehalten, und dann sagt dort, Ober, du 30 wird und du erst Nachwort aus des Herodes. Dann sagt dort, Ober, die Gemeinde. Und du war wie, ab dem Punkt war wie Luther ein Stück stumm geblieben. Aber wer wir des Herodes? Erstmal, vor dem wir auch der Herodes, der König, durch auch in Jerusalem, also in Israel, und dort wir der Sturm von der römischen Reich durch, nun wir der Herodes, wo du vorher wir von der römischen Reich, nun wir des Herodes, noch wir der Onkel, Onkel von den anderen Herodes, und des Herodes, er hat in sich gehen und was wir sehen, er hat ein großes Problem in sich. Das war wie morgen hier. Und was wir dort? Dort wäre eine egoistische Einstellung. Eine ehrgeizige Einstellung, was er hat in sich. Und dort sagt er auch ganz klar, wo er dort alle deut. Und er kriegt viel Anerkennung bei Menschen. Dort ist eine Geschichte, wie hier wieder gehen, eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Die Gemeinde betet ganz ernst und beten darüber, was das Herodes nicht soll dem Macht ausführen kann. Dort wird wir nicht so klar, aber die Gemeinde betet ganz ernstlich das, für das Petrus, was du im Gefängnis wär. Und du wie eine Mama mit einem Jungen, und der Futter wie auch weich von den Jungen, und der ging dort sehr, sehr, sehr arm. Und das Junge, der muss aber unbedingt was verdienen, was sie können, wenigstens leben. Das Junge, der kriegt allein eine Arbeit, das ist ein Zeit lang drei, was das Geschichte erst passiert, der kriegt eine Arbeit ab dem Chap, ab dem sehr großen Chap. Und wie gesagt, ab der große Chap ist erstes dort in Arbeit, du auch so wieder. Und fängt dort an, ist der große Chap, wie du wach hast von der Kunde. Es ist ein sehr, sehr großer Arbeiter. Sehr groß. Und ich kann doch bloß nicht tun, und wollen sich eigentlich so machen, dort Chap lade ich merken, Rüttung, dort wo, was sie da haben. Und dann kam das nach der Jung Ober an, ne, den Kapitän durch und sag ich, lud ans Wachen mit dir. War wir noch nicht, lud ans Wachen, war klack 12. Und dann. Und das Kapitän, der dort ist dort, der hört diesen Jungen. Und schauf mit der großen Schöp nach Old Tahoe, gehen in die Wahl, die sind sehr groß. Und klack, wirklich nur klack 12, lad der Wind nur. Und das wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. Und das Kapitän sagt, Tessine knarcht und gut sagt, das Junge mal, das ist nicht ein Junge mal, das Kapitän, der Kapitän will mit dir reden. Und dann kommt das kleine Junge, wo gerade dann erst all die war, aber kommt da und fragt, wo bist du dort, wo dort klappt, wo ohne Spur war. Und dann sagt das kleine Junge, meine Mama, das ist ein Christ. Und wenn der beten, der ihr sich beten, der
der läuft und beten. Und der hat immer klock 12 Uhr danach, steht er ab, dann der hat für mich beten. Wenn ich bis danach die Arbeit habe, dann der hat für mich beten. Und der hat immer klock 12 Uhr abstuhen. Und das Kapitän, der hat in sich, und der schreibt einen Brief, und der hat den Jungen auch mit, und der Mama bedankt sich für die Gebete. Ich denke, wenn wir diese Schicht wollen, so durchgehen, ich gehen, und ich habe dort vielleicht auch sein, weil ich von der Not von beten auch. Aber nun noch einmal trete diese Person des Herodes, dass wir nicht im Beta. Nur wir ein egoistischer Mensch, der ihr zu sich nahm. Wir sollen dort, wenn wir die Geschichte ganz, diesen Kapitel ganz durchgehen, dann sollen wir über wo er landen wird. Und er landen, wo er sich Leute sei verirren von Menschen, sei er einfach die Menschen sehen, das ist nicht von Menschen gerät, das ist gotthaft gerät. So, und Leute sich sei verirren, und dann wird ihr am dort gemerkt, dass die Engel kommen, und merkt, das wird von warm verfreten. Aber das Herodes, wenn wir dort sein, in den ersten Fall sagte, und das ist titelig, die König Herodes, mehr von den Menschen, die in der Gemeinde gläubig werden, nun per Meier und Leute in Gefängnis nennen. Wenn er hat Jakobus, dort sei wie in Vers 2, er hat Jakobus mit dem Schwert angebracht, all. Und was wird dann passiert, dort sei wie in Vers 3, und wenn er dort sagt, was er kann, und was grotet für die Juden dann, was die Juden dort gefallen, wo, so, dann sage ich dort Vers 3, und so da hat dort mit Petrus auch. Nun hat Jakobus könnt anbringen, und nun nimmt er Petrus. Auch so dort. Und das ist, ihr kriegt Jakobus, was er heute anbringt, da wird mit Johannes und Petrus taub, wie es Jesus der verklärt wird, er kriegt sich wird. Und der wird dann angebracht und dann geht bei Petrus. Aber nun wird du ein, wenn wir das lesen, dann, und nun wird du Oberwort, du wirst ein viel helle Dau, ein Fest wird du. Und nun wird er dort nicht gut zu fahren dort down. Und dann leid Herodes dessen war, den Fuß nehmen, wenn wir die Geschichte betrachten, dann leid den Fuß nehmen. Und wo war der Fuß genommen? Er war der Fuß genommen im Gefängnis, sehr, sehr versichert. Menschlich gesehen war er so sehr versichert, dass er durch kein Weg ging. Und er war die Augebung und Soldaten, und auch nach ein paar Soldaten posten du ab, und andere beiden Soldaten, die posten die dann nur das Gefängnis ab, und auf ihren Saastien Soldaten, und die waren die einmal am Tisch, saß, zwei Augebung, und zwei posten du ab, und zwei müssen am Gefängnis abposten, und so war die Feier durch, und den war dort abgepostet, das Gefängnis war dort, wird sicher sein, des Petrus, der war nur das Fass, will Herodes sich war verirren lassen für den Menschen. Und nun kam der Ober, wo wir waren, in der Sturmblieb, Vers 5, und in der Bibel, wenn ihr den Namen wird sein, dass ein Petrus wird zwar in Gefängnis gehalten, dann habe ich hier ein Wort abhücht, das wird sein, dass aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ich dachte, und das Leute wird der letzte Song, Poste so krank genommen, vom Beten, an seinen großen Gott und Beten. Und hier wird diese Gemeinde, der betet und, das sagt, ab hier für Gott. Und für wen betet die Gemeinde ganz ernstlich? Für Petrus. Ich denke, die Gemeinde wird so umhört, wo Petrus wird, du geblieben, bei diesem Jesus bekam. Und Petrus nicht wird abgeben. Diese Gemeinde, der hat sich tot geschlagen in ein Haus, in du wirst der Titel sehr, sehr hohe Verfolgung oder all gewahrs, wie in der Gemeinde stehen wir. Und nun wird noch einmal wieder verfolgt worden durch in Jerusalem. In hier, wie dort an Jakobus war, und wird dann nicht mehr Petrus passieren. Und sie beten ganz, ganz ernstlich. Das fängt wie, wenn wir so durch das Neue Testament gehen, die Gemeinde, wo der Herr gebet, einmal einer für den anderen. Und ich möchte das auch, was ich hier tun.
genom nummer och en av de vakenblad vad de har en beden så ena för den andra beden. Jag skulle säga att det så är nödbedöftigt att vi dör där. Om vi det mål överdrar och tar ans nu, vad ger ans då om vi det här en dag vad ena för den andra beden är att uppkom en beden. Om ans det om hårt är, vi beden ganz ernstlich einer für den anderen zu dort, in den fängt einer viel sich selber, nicht? Fängt einer sich so viel mal sich selber, wo einer stundet vor Gott. Und das ist ein Port von der Gemeinde, dort ist das Gebetsleben. Das Gebetsleben in Gott sein Wort studieren und das Gebetsleben ganz ernstlich nehmen, durch die Werken, wo immer der und dann auch sein, dort wie alle Tag an der Gebetsgemeinschaft, erst nu an meine Stelle Tiet, aber erst dort in der Gemeinschaft mit Mann und Frau und mit den Kindern kann top die Gebetsgemeinschaft haben. Das ist ein so großer, welcher Port von ans geistliche Leben kann, buben bleiben. Und mir geht das so viel mal, und ich soll sagen, so, ich brauche viel mal. Und bloß an zwei Dinge frei, glaub mir dort. An zwei Dinge frei, dann hast du all die Antwort. Ein Mensch sagt, wenn du sie bekehrt hast, ein wahrer Geburt hast, wo froh hast du für mich? Und dankbar, was hat Jesus für mich getan? Voll Jubel, nicht? Und dort hast du gerade, und das soll wirklich so hören. Volle Freude. Und bevor sie kommt, dort ab eins ein Mensch, dann ab eins sagt, ich kann nicht mehr die Freude, die ich dann höre. Und weißt du, du brauchst zwei Frauen, für eine Person. Nicht immer, aber viele Mal. Das war like gefühlt klar, nicht immer, aber viele Mal. Wenn man Frauen hat, wo ist deine Gemeinschaft mit dem Herrn? Wo betest du die in der persönlichen Gebetsgemeinschaft auch mit deiner Frau oder mit Kenya oder mit anderen, wo immer dort dann ist, wer du dann in der Familie ist? Dann sagen Jurat, wie sei Gott, aber nun. Heute und dort hängen lassen. Aber wo ist die Bibel lesen? Kannst du die Bibel lesen, aber erst dort bemüster, erst dort müsste in die Bibel lesen. Wenn einer dort kommt und dort verlangt, gerade du erst dort, dort bewohrt ein Beschiss uns von dir so viel von der Versicherung, wo wir hinkommen, wo der Herr ein Durchkommen rüthalten, kriegst du diese Geschichte hier passieren. Die Gemeinde betet unabtechieren. In Sevillen ganz besagt wahre und wahre. Und sie denken das hier danach. Wie tun wir das dann nicht viermal danach, aber wie tun das dann, wo immer durch den Tag beten, und der Herr bewies sich direktlich. Nun, wenn wir dort sein von Paulus, meine Stimme ist nicht sehr gut, man wird abhusten oder so. Aber wenn wir nun sein von Paulus, wo der immer auf die Gemeinde Mut sprechen, auch zu beten. Und das hängt ja los. Und wo betet er? Dort war wir uns mal drehen in Epheser Kapitel 3. Da war wir in Klimt nachher und gucken wir mit dieser Geschichte wieder. Epheser Kapitel 3, Vers 13. Epheser Kapitel 3, Vers 13 sagt er, du wein betet euch, dort die nicht meid wollen. Was war Paulus hier, dass ich meine sei? Ich bete, wenn er auch gefangen ist, so viel in der Gefangenschaft ist. Du wirst beten, dass die nicht mit wollen. In Vers 14 sagt er, deshalb beue ich meine Knie, der hat sich die Knie bei, für Jesus Christus. Vers 16 wird sein, dort hat uns, dass Jesus die Kraft geben wird, stark zu werden, der innerliche Stärkung. Dort wie Paulus, wo er viel verbeten hat für die Gemeinde. Wenn wir dort sein, nun versast hier, wo Paulus zu beten hat, dort der Herr Jesus den Kraft gab, endlich durch den Heiligen Geist stark zu sein. Dort wird sein Gebet anlegen. Immer war er, durch die Bräuch, wo wir sein können, immer war er, wie der dort bet für die Gläubige und bet für die Menschen auch und auch dort Evangelium soll rückgehen und dort die sollen
anderlich durch den Heiligen Geist der Krofan, dem all day gehen zu tun, der Versägung wird zu sein. Und unter Kirche wieder gleich. Dann wird uns in das Fleisch, dann wird es wie Futz nur. Wir kennen das nicht. Da haben wir auf Pferden gleich gefangen, dass das nicht schafft. Und das wird Paulus in Gebete anderlich stark zu werden. Dann sagt er auch, dass Christus das Wund durch den Glauben in deine Horten. Dann sagt er, und die durch den Leib soll die überhaupt nach Meier kriegen. Durch den Leib soll die eingewickelt worden, eingewickelt und gegründet worden. Da wir Paulus in Gebetsleben mehr mal, wenn er in Gefängnis wir oder wo immer er wir beten. Bet durf er, dort die Kern bestimmt blieben in Christus. Und dann sage ich Vers 18, auf dort die begrieben kann auch. Dort wieder kann begrieben von den, mit alle heilige Taub, wo hoch und wo breit und alles, wo er dann dort durch sein wird. Dort heute nicht erfahren kann mit dem Gottes Fälle. Aber das sagt alles durch den Heiligen Geist. Das sei wie, wenn die Gemeinde die Taub kommt, die betet ganz ernstlich. Und ich glaube, vielleicht haben die Offerten lesen und glauben darüber auch, wo der Herr hat die Gebeter geantwortet. Und heute dort auch antworten. Über Fährten erst so wie beten eine Wache und dann beantwortet der Herr dort eine andere Wache. Und ich sage, für uns ist das okay. Allein, wenn wir ab den rechten Wach nur sehen werden, leben dann. Nicht rechtsschroff und nicht linksschroff, ab den rechten Wach. Das wird der Teufel von der Welt. Hier war diesen Petrus gefangen genommen, das sagt so, alle Kraft, wie wach ist das, wo Herodes dort hat, Luhn ist das, wie alles wach, und von der wird er dort bei uns. Wenn wir absehen wach sind, und wir bekannt uns aus Gottes Kinder dürfen sein, er will uns auch bein ab den Wach, wir sagen von einer Wach rauf, oder der andere Wach, oder der andere See drauf, und er will auch kann, wie sagen, ich will nicht an den Mut haben, dem geistlichen Leben wieder merken. Und ich denke, das soll uns tief am Herzen legen, dort wie ans Gebetsleben nicht hängen lassen, sondern wir können beten, und wo immer uns Glauben ist, dann können wir einfach auch beten, Herr, schenke mich Glauben und Vertrauen, dort ich wo dienen wollen beten, und dort ich wo und kann in diesem geistlichen Hinsicht auch Pferdeweich kommen und dort eigentlich Brück gefangen nehmen. Das ist Petrus hier wie mit Ketten gefangen, so sind von der Fehler auch ähnlich gebogen mit vielen Dingen. Muss dort eine Anspannung für uns sein. Wir gehen hier wieder, weil in der Geschichte versagt, sage ich dort in Herodes, ich will Petrus zu verstehen, und dann sage ich dort in danach, schleibt Petrus. Und er schleibt so ruhig aus dem Kind, kann ich sagen. Er schleibt durch, und er soll nicht über Fee gestellt werden, und am Anwalt über Seier abgepostet. Wie sie sei gebungen, dass du sei in der Versaß, und am Anwalt abgepostet, dass er nicht so loskommt. Dann kam du über Wort, Vers 7, wenn wir gehen. Dann kam der Herr durch, den Herr, den Engel, was sagt das, was er immer sagt, und dann kommt der Herr durch und schien durch so klar in die Stube nahe und wagt Petrus ab, der Petrus anklappt und sagt, Petrus, nicht du Fuß ab. Und dann fallen die dicke Ketten, fallen los und dann sagt der Engel, nicht du deine Schuhe an, nicht du deine Kleider an, nicht komm und folg mir nun. Ich soll kommen und am nun folgen. Und bei Petrus wie das nach dem Bezirkus ein Traum. Er wüsste nicht ganz genau, was das wir. Aber er wird, aber du ganz ruhig, er schleibt das Waschen. Er glaubt nicht, sagen, wo einer wird schlupen, nicht? Wenn einer das wüsste, danach, den nächsten Tag soll einer heilreich werden. Und einer wüsste, mein Partner, den haben sie sich dort angebracht. Und kriegt der Salbia, der war nicht. Mir auch verstehen sie es dort. Ich glaube, einer würde vielleicht sehr schwer anschlucken. Aber hier sagt der Petrus, schleib ganz ruhig.
schleppt Petrus durch. Aber hier kommt dort, kommt der Engel durch, ne, kommt mit mir mit, und was passiert? Da passiert durch, und in Augenblick kommt das alles ist dort. Und ich denke, dann denken wir vielleicht auch an den Versen, wo Jesus sein wird, vor sie in den Himmel fährt, du sagst, mir ist gegeben, alle ihr wollt, im Himmel auch ab ihr, nur gut haben und verkenne ich dort. Nun sage ich den Menschen dort, wer Jesus ist. Und dort fängt ihr wie in Matthäus 28, fängt wie dort, wo Jesus sagt, mir ist gegeben worden, alle ihr wollt, im Himmel auch ab ihr, nur gut haben. Und alle Welt und sagt dort. Ich denke, dass es für ein Schwur ist, in uns zu glauben. Und dann, ob er nach Wiedersehen kriegt, dass es für eine Abgabe bei uns. Und du wirst das nicht hängen lassen. Weil, wir wollen von dir, von so viel Siegen versorgt und auch mit so viel Siegen lassen Gottes Kinder sich auch bein. Ich wollte dann wieder zu sein von der, der Bindenschaft, was von der ist. Da würde ich sagen, und du würdest vielleicht auch sagen, dort geht gleich, aber dort ist es dort. So viel Versicherung ist du von der sein. Wo viele Christen luten von der nun? Ah, ich brauche dort nicht ganz so nehmen, dann wird ja lang nicht so sehr verfolgt. Dann ist dort viel leichter. Mit dem Strom ein bisschen mit Schwamm und dann gut mit. Ich denke, das soll wir nicht. Wenn wir dann nicht ab uns nicht prägen können, in der Arbeit stehen, oder wenn wir Jesus sind und nicht reden können, ich denke, dann sollen wir aber doch mit dem Wandel. Wenn Jesus sagt, und eine Fruchtwort der erkannt sein, wem es können wir sein. Und ich denke, dann sollen wir dort wenigstens mit dem Wandel. Wenn wir sind nicht der Freiheit beraubt, so ist das in Galater 5, 13 sagt, wir sind nicht der Freiheit beraubt, nicht weil wir die Freiheit aber auch brauchen. Für die Genur, der große Genur, weil das immer ans gekommen, nicht weil wir die Freiheit brauchen, aber nicht zum Sinn, sondern die Freiheit, weil wir brauchen, zu sein Recht soll gebüht werden, wenn die Genur ist so groß, immer ans gekommen und dort wieder auch nicht mehr Freiheit auch immer geben kann. Wo immer du gebungen bist, weil ich von dir sei. Jesus ist genug. Jesus Christus, der Sehen Gottes, der ist genug. Da wirst du vielleicht sagen, über die schwere Tiden, wo ich dich gehe, habe ich dich. Jesus sagt das auch, in Matthäus auf, sagt er ganz klar, ich will dir die Ruhe geben und ich will dich auch erquicken. Das ist ganz persönlich, was Jesus Christus an Menschen tun wird. Und ich will einfach uns alle sehr Mut merken, dass wir ab diesem Jesus Achtung geben, der wird krank, wo die das geht in dein Hort. Krank. Und wenn du das wirst tun, wenn du das wirst tun, das war ich, dann wird es sein, dass wir unter so einem großen Sehen kriegen von mir und die, wenn wir das, dann je wie das ewa. Wie jedem Wort er war, wieder Aura. Wie jedem Wort er war. Und wenn wir kennen, was er war geben, was wir dort er geben, was wir ans Luten schenken. Weil wir kennen, bloß dort wieder geben, was wir ans Schenken luten. Bloß dort. Und wenn ich mich von Jesus Lut beschenken, er glauben für true dort. So ist das sein, dass in Johannes 8 saß und dadurch, wem die Sehen frei merkt, der merkt kein Reich frei. Heute ist Wort hier frei von der Gefangenschaft, von den Ketten, die Bungs ist dort. Und nein, die kann sich von der in geistlicher Hinsicht an übernehmen. Wenn nein, die durch Jesus Christus sind frei geworden, dann ob eins hustig, dann kann wir auch was Eva geben. Wahrscheinlich, ich will bloß einfach mich verdanken, wo wir eigentlich nicht die Luther sind, die hier begegnet, wo wir bloß einmal begrüßen, was können wir dort wiedergeben. Wir können viel wiedergeben, allein an dort. Auch so eine Frucht, wenn die Menschen an die Frucht kehren, dann, wo immer die dort geht, wo immer dein Wort ist, Jesus, der ruft die in mir, dort heil, diese Gemeinschaft haben. Und ein, die kam am Umbeten, ein, die kam am Loven.
mit Leuten und Eltern, die kann persönlich in, mit an diese Gemeinschaft kann und mit anderen Taub. Das ist so schön. Vers 9 sagt, und du kannst klar, wo der Engel dort teilt, wo Peter sagt, das ist wahrhaftig, wo der Engel das Herrn nicht getan hat. Vers 10 fängt wir dort an. Dann kam Peter's Vater der, der und so, Peter ist krank, wenn sie wie frei geworden, und der Rüte kommt wieder, wird krank, Wuhan. Und dort hat kein Schlädel gebrochen, nicht. Wenn sie hier wieder Rüte kommen, das hat alle. Jeden fallen rauf, die Soldaten waren dort nicht an, und dieser nicht der, wo du abging, mit Wort von der Schlädel, zu der Zeit waren gebrochen. Grote Schlädels und viel muss geschoben worden, um so eine Dier aufzumerken. Dort hat aber uns alle sich so auf, als wenn dort ein elektrischer Dier ist. Und dort Petrus mit dem Engel, das Herrn, die kommen bloß das Detroit. Und ab eins kam Petrus in sich und sagt, das ist wahrhaftig. Hoffen mir, die dort auch nicht auf Fährten sehen, hey, er kann und er kann. Der echte Weg, wo ich habe mich, das ist wahrhaftig Jesus gewesen, was mich so begleitet hat. Dort ich konnte gehen, die Versicherung stehen bleiben. Und dort ich konnte das in Jahren alles tun. Und dort ich diese Gesundheit, was ich gekriegt habe, ist doch nicht durch den Herrn Jesus. Der Satan gern uns dort nicht. Das war für uns klar. Der Satan gern uns bloß Niederlage, kaputtet Leben, was ganz dächen und vertriebelt und mautlos und diese Gemeinschaft in der Kirche davor. Die werden uns tüß in eine Art verbettert und vertriebelt in eine Art kann. Das wird der Satan war. Und du und ich sind hier von dir. Also, was hat der Herr getan? Der hat mehr getan und uns, als wir fertig er kann. Und wenn wir dort so steck versteckt, muss nur denken, dann, was er alles an uns tun hat, erklärt uns dann ein Symbol nach gerade Ketten aus Peutzen losfallen. Erklärt uns dann ein Symbol nach gerade Isadieren, wo du dann gesprungen, aufgegangen, aus der Tarn wir. Weil wir dort viel, viel rechnen, dort erst dort wird. Wenn das sage ich, wenn die Sehn frei merkt, merkt er reich frei, und wir können von dir frei sein, und dann aber auch in all der Versicherung, wo du bist, weißt du was, diese Werke, und ich, und wo kann kommen. Jesus Christus ist durch, er will uns führen, er will uns leiden, und er will mit uns diese enge Gemeinschaft fahren, wenn wir demütig mit Jesus wohnen dürfen. Doch der sehr große Unterschied ist, wenn ich in dieser Stadt lebe, ich in Jesus, aber Jesus in ich. Das ist ein sehr großer Unterschied. Wenn ich demütig mit Jesus zu wohnen kann, Hand in Hand, aber wenn ich in Jesus, ich brauche Jesus bloß in der Not vor. Und dann, wenn ich in der Not bin, dann habe ich nach Ferien nicht mal eine gerechte Anstellung zum Beten, dann habe ich noch, wem wurde es denn, wem wurde es so? Dann habe ich noch ein bisschen eine Beschuldigung, du Eva. Das ist nicht ein Gebet. Und du willst, weil der Herr Jesus ohne Tiet diese Gemeinschaft haben, und er will in Leib, und er will diese Gemeinschaft so steht haben, dort er in die Wellig sein. Und es geht dort schön, diese Gemeinschaft haben. Und dann haben wir demütig, und wir sehen, wir gehen, Jesus kann auf den Thron sitzen, und ich gehe in den Arm, frei, wo es dient war. Und ich sage, immer mit der Einstellung, dann will ich geschehen. Dann kann diese Ketten, die geistlichen Ketten, wo ich nicht nahm, kann dann einfach ganz losfallen und eigentlich kann rückkommen in die Dinge, wo ich in die Ferien bin, sein, wo wir sagen, wie kann ich wieder. Aber Jesus, der kann nicht tun. Wenn wir hier wieder diese Geschichte durchkehren, wenn wir fast 12 gehen und als sie. Wenn Peter sich erst besonnen, wenn sie du erst bei der Hüs ankommt, wo fehlen, dort sage ich einfach, fehlen taub wir, und was sage ich dort? Was deuten sie? Beten. Sie beten, du taub. Vers 12.
In Vers 13 sage ich, und wenn Petrus aber on hält, Petrus klappt on, in man kommt du, ne Mial, ein Horch, in Genau. Ich habe uns verstanden, wo diese Mial als du kommst. Ich bin ein Horch, in Gebetsgemeinschaft haben hier. Ich wurde von einem Horch, der Mial, wo sein du kommst, ganz schnell am bloß der Horchen. Und wenn sie dort erkannt, dort der Petrus in die Stimme ist. Dann sie so voll Frieden, dann hat sie nicht die Idee, mir an den Rand zu treten, dann sagt er der Band, hey, kick mal, heute ist du vor dir. Und dann aber, hier kann ich einfach ein bisschen stumm bleiben. Ich fühle mich einfach wirklich sehr hier draus. Wenn ich sage, einfach los hier andere Kommentare nach über das. Und ein Schreiber, der dazu steht, rückgeben. Und das ist einfach ein Trost. Das schrieb er sehr dort, diese Ungläubige, die glaubten dort nun nicht mehr, was sie gebetet haben. Diese Mial kam dann nun drei und sagte, hey, Petrus ist da. Oh, nee, dort geht nicht, wo dort Petrus ist. Und diese Mial ist über ein Haul und Petrus klappt wieder. Und dann sagte Mial immer, was gehört ist Petrus? Na, da macht er 10 Engel sein gewas, 10 Schutzengel sein gewas. Aber ohne kann sie doch bloß nicht glauben. Aber wenn diese Unhold ist und sagt, er hat immer war, dann gehen sie mir wirklich horchen. Dann muss ich sagen, das ist wirklich Petrus. Sie beten ganz ernstlich für Petrus, nun können sie dort auch nicht glauben. Jetzt antwortet nicht für auch so. Wir beten ernstlich im Beten. Wir haben mal euch doch. Wo klar glaube ich und vertraue den Herrn dort an, mein Gebet, was ich nicht gebetet habe. Und ich will nur denken, ich denke, das wird vielleicht nicht viel was anders sein als diese Gruppe, nicht? Das ist ein Trost. Ich weiß, das ist ein Trost. Wir haben ich habe so einen kleinen Glauben. Guck mal. Wenn wir dann so einen kleinen Glauben haben, dann können wir einfach auch so beten, dass diejenigen, die Jesus da mal beten, deiden. Dann beten sie zu Jesus. Dann schenkt mir den Glauben. Aber das wäre nicht derjenige, das wäre eine andere Person, was du siehst. Dann schenkt mir Glauben. Und ich denke, wie kann das auch so dort? Wie kann einfach mal sagen, Herr, ich mache dort ich mehr Vertrauen im Glauben und die Herr, was die Bibel sagen wird. Und aber es ist um Hort, Jesus Christus, aber es ist egal. Wird wie diesen Herodes ab uns seine Eigenschaften, sein Material, da würde ich an seinem Mut mehr, an mich, bei mir euer Fang, dann bei uns alle. Wenn wir so von Herodes seine Eigenschaften, Material, dann wollen wir dort mit dir. Wenn in so ein jetziges, egoistisches Leben, so soll sich Leute tojubeln, dort dir nicht sehr lang, dann wir heute hier nicht mehr. Und so ein Mensch aus dort, all die Meinungen, sie sind gleich rum wie so eine Person. Das ist ein bisschen schwer. Vielleicht denkst du so, na wo und mit rum gehen, aber die Eigenschaften von Jesus sind, oder die Eigenschaften von Herodes sind, das sind unterschiedliche. Und wenn ein die bekehrt im wahren Geburten sind, ab sie weiß es dort, dann sehe ich, wie sie ihn wählen. Und dann sagt Jesus in Matthäus auf, Vers 28, 29, 30, wo er so sagen wird, kommt alle in mich, dann habt ihr dort, wo du bist, ein Lied von mir. Und wenn ihr von Jesus lernt, seine Eigenschaften, und die Traten, so, das Kolosser 3 auch sagen wird, wie seine Eigenschaften und Traten, dann ist er ab 1, 2, wie auch Matthäus, wo er läuft, die nächsten Leuten, kriegt der Leute, was Jesus Christus hat. Und dort ist euer Name. Ich weiß, das ist so euer Name. Der war ein Leute haben, und wir glauben dort, dass Jesus ist für meine Sünden gestorben, und ich danke ihm dafür. Dann wird oft mal so gesagt, aber ich weiß das nicht ganz genau, dass ich gekommen bin, dass ich gerade sein oder nicht gerade sein. Da war ich zu dir bloß das sein, wenn die dort auf uns im Zweifel mangelt. Fang mal an zu danken, sei zu danken, was der Herr und die getan hat und dein Leben. Da hat die geraten, da hat
die gerat am diese Gemeinschaft der Hand, darf die gerat im ewig im Himmel Beamte sein. Und das sind drei Dinge, die man in so einer Klo hier jeden Hand. Ich bin geboren, aber ich habe jeden, ich lebe für Jesus, ich gute Jesus. Ich bin geboren von Gott, ich lebe hier in der Welt für Gott, ich gute Gott in aller Ewigkeit durch Beamte sein. Dort ganz klar in einem Leben ist, in der wer irgendwo wie gehen, das ist eine sehr große Hoffnung. Ich bin geboren für Jesus, ich lebe für Armen, ich gute Jesus. Wem wird, durch sein Opfer, durch seine große Gnade, kann ich für Armen leben. Ich werde ganz klar Topfu noch einmal in Mut aussprechen, ab dort. Wenn ein Dieter in der Zorn Gottes, der traf ab der Ungläubige, nein, du sein, dass Jesus Christus gerät, wie sein Bäder, wie beten, wie sein in eine Gemeinschaft eng verbunden, das ist der hier wir, eng verbunden, wie sein ab den Wach, wie Luten ans Leiden von seinem Geist, und wie sein begnudigt, du sei wie so sehr dankbar, wie gleich in der Gemeinschaft in Jesus Christus da haben, und wie kann unser Wein Wesen, der Jesus seine Gerechtigkeit und andere, den war ich auch sauber war, und wie kann der bloß dort umbeuten, wo wir gekriegt haben, und dort kann ich dann auch wiedergeben. Dann kann er in die große See hier auf Erden sein, und dann kann er in die sich auch sehr freuen, wenn Jesus ist, wo er kommt, dort wie wollen wir beamt sein, in aller Ewigkeit, und dort wünsche ich uns in jedem ein. Ich habe von dir mit mir still reden, ich muss mit Apostel wie meine Stimme. Und ich freue mich, dass ihr euch hier könnt, mit dem Top das hier beleben. Ich würde euch noch freuen, dass ihr könnt, mit dem Top beten, dass ihr euch freuen, dass ihr wollen abstehen. Herr Jesus, wir sind so dankbar für dich, wenn wir denken an dich, was du getan hast für uns, wenn wir die Geschichte haben, kalt betracht, wo wunderbar du geführt hast und dein Titel und wo du von dir auch da ist. Wo wir können, einfach so früh auf, die Dankeschön sein für alles, was du in uns dessen getan hast und was du nach Westen und was du uns gegeben hast. Ewig genug, ja, wie von dir haben in dein Wort, Dankeschön dafür. Wir werden die beiden, dass wir auch ein Verlangen haben, diese Gemeinschaft mit dir zu haben und dass wir aufgegeben sind und deins und laut sein und Wort von deins. Möchtest du viel Genug geben, du Arme, dass wir wollen immer waren, nur die Gehen und die Frau, und dass wir kann aufgegeben sein, dass du aufgegeben wirst, dass du hier bei ihr wohnen lässt, Herr, du hast uns so ein klares Bild gegeben, und du sagst, wir können dir nur folgen, wir danken dir vom ganzen Herzen für. Und Herr, wir danken dir auch für die Kraft, was du sagst, was du hast, dies alle gewollt, gegeben, Himmel und auf Erde, Dankeschön, dass wir durch den Heiligen Geist können haben, der Kraft für die zu leben und die alle ihr ein Lob und Dank zu geben. Amen. Ich danke dir. Ich oh Gott, du bist mein Gott, ich will dich immer preisen. O Gott, du bist mein Gott. Ich will dich immer preisen. Ich will dich siegen, just des Morgens. Von dir lehren, will dich wach zu gönnen. In Stopp, du lädst mich. Ich will dich folgen, all meine Dill. O Gott, du bist mein Gott, ich will dich immer preisen. O Gott, du bist mein Gott, ich will dich immer preisen. Ich will dich siegen, just des Morgens.
von die Lehren wird ihn weiter gehen. In Stopp, ich stopp, du lädst mich. Ich will die Folien all meine Dill. Ich will die Folien all meine Dill. Ich will die Folien all meine Dill. In Stopp, ich stopp, du lädst mich. Ich will die Folien all meine Dill. O Gott, du bist mein Gott. Ich will die immer präsent. O Gott, du bist mein Gott. Ich will die immer präsent.